Willkommen zurück in der Techstube. Mein Name ist Gene und heute schauen wir uns den Saugroboter mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Es handelt sich um den Void Me Eve Plus, welcher nicht nur saugen, sondern auch wischen kann und auch automatisch den Staub in eine mitgelieferte Sammelstation einfügen kann. Also viel Spaß. Die gerade genannten Funktionen bekommt ihr hierbei für einen wirklich guten Preis, auf den ich natürlich auch im Laufe des Videos nochmal eingehen werde. Wir fangen aber erstmal ganz ruhig, ganz von vorne an und zwar mit dem Verpackungsinhalt. Denn neben dem Sauger und der Sammelstation befindet sich hier drin auch noch eine Anleitung zur Einrichtung und ähnliches und noch Ersatzfilter und Ersatzaufsätze. Zur Steuerung könnt ihr entweder die Tasten auf dem Gerät benutzen, was ich euch aber natürlich viel mehr empfehle, ist die App und zwar die Mi Home App. Diese benutze ich auch schon für meinen smarten Ventilator und hierbei habt ihr dann eben noch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten. Zum einen könnt ihr natürlich eine automatische Saugzeit einstellen. Ihr sagt also zum Beispiel, der Roboter soll am Montag, Mittwoch und Freitag um 11 Uhr anfangen zu saugen und das macht er auch. Aber natürlich könnt ihr auch hierbei den aktuellen Reinigungsvorgang beobachten, schauen, wo der Sauger sich gerade befindet, wie viel Quadratmeter er bereits gereinigt hat. Ihr habt eine Karte von eurer Bude und einige weitere nützliche Funktionen und Informationen. Auch eine Steuerung per Amazon Sprachassistent oder Google Home ist möglich. Hierbei beläuft sich der Funktionsumfang allerdings nur auf das Starten und Stoppen des Reinigungsvorgangs. Ich hoffe, dass da in Zukunft auch noch mehr kommen wird. Sprachlich übersetzt ist alles soweit ganz gut. Es gibt an der einen und anderen Ecke natürlich schon einen kleinen Fehler, der aber nicht störend ist, sondern eher noch ein bisschen witzig. Und ich muss allgemein sagen, dass ich das cool finde, dass man in die Mi Home App verschiedenste Geräte integrieren kann. Also ich jetzt zum Beispiel meinen Ventilator und den Saugroboter. Und ihr habt dann für jedes Gerät quasi in der App nochmal eine eigene App. So, nachdem ich euch jetzt aber die App vorgestellt habe, kümmern wir uns mal um die Sammelstation. Die wirkt erstmal auf Fotos und Videos größer, als sie tatsächlich in echt auch ist. Ihr habt zusätzlich auch noch ein LED-Display auf dieser Sammelstation drauf, welches sehr schick aussieht und gerade den Akkustatus anzeigt, aber auch den Status der Reinigung des Staubs selbst. Denn die Staubsammelstation ist auch in der Lage, eben Bakterien und andere Schädlinge aus dem Staub herauszufiltern bzw. abzutöten. Und durch dieses Display sieht die Sammelstation eben nicht nur so langweilig aus, ihr habt also nicht so einen weißen, dicken Block einfach bei euch rumstehen, sondern eben so etwas Futuristisches, was den Anblick deutlich angenehmer macht. Diese Bakterienabtötungsfunktion konnte ich jetzt natürlich nicht weiter erforschen, denn ich bin jetzt da nicht irgendwie mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop rangegangen und habe halt geschaut, ob da wirklich jetzt alles tot ist, aber die Funktion ist allemal sehr nett und natürlich Hauptfunktion dieser Staubsammelstation ist es, Staub zu sammeln, denn der Roboter fährt ran, ihr könnt einstellen, wie oft das stattfinden soll und dann wird eben mit einem Gebläse für so ca. 10 Sekunden der Staub in die Sammelstation eingesaugt und ihr müsst eben dadurch nicht mehr umständlich den Saugroboter umdrehen und das selbst machen. Der Void Me Sauger selbst verfügt über viele Features, die ihr so von eher teureren Geräten kennt, denn wie ich es ja bereits erwähnt habe, saugt dieser eben nicht nur, sondern kann auch wischen. Das funktioniert so halbwegs gut, ihr habt leider natürlich nicht so viel Druck und so viel Bewegung, wie man das jetzt eben bei einem richtigen Schrubbaufsatz hätte, aber so kleine Verschmutzungen und kleine Essensreste werden alle mal entfernt und wenn der Sauger selbst Staub vielleicht nicht wegbekommt, dann schafft es auf jeden Fall der angebrachte Wischaufsatz. Doch ich persönlich finde die Saugfunktion deutlich interessanter, denn zum einen muss ich sagen, dass der Saugroboter wirklich nicht laut ist und sämtlichen Staub in meiner Bude zuverlässig entfernt. Des Weiteren erkennt der Void Me auch, wenn er sich auf dem Teppich befindet, wenn er den ohne Probleme erklimmen konnte, was aber bei mir dank der Räder kein Problem war und dann kann er eben automatisch die maximale Saugleistung starten, damit eben auch sämtlicher Schmutz und Staub aus dem Teppich entfernt wird und auch das hat bei mir ohne Probleme geklappt. Das Design ist jetzt nicht aufregend oder so, er sieht eben aus, wie so ein typischer Saugroboter eben aussieht, aber dank der integrierten Bumper kann er auch ohne Probleme gegen Gegenstände gegenfahren, ohne direkt was kaputt zu machen. Allgemein hatte der Eve Plus bei seiner Jungfernfahrt so ein, zwei Probleme und Hindernisse, bei denen er ein bisschen zickig wurde, was aber spätestens ab der zweiten Fahrt dann kein Problem mehr war, was wohl größtenteils auch an der Lasernavigation liegt, welche man sieht und welche sich bereits in der vierten Version befindet. Der scannt auf jeden Fall zuverlässig und fährt auch automatisch zurück an seine Position, wenn er zwischenzeitlich aufgeladen werden muss und geht auch kleinen Hindernissen gekonnt aus dem Weg. Auch die Geschwindigkeit kann er anpassen, je nach Gegebenheit, wenn ihr jetzt an langen Wänden seid, dann fährt er schneller und wenn er so in verkanteten kleinen Ecken ist, dann natürlich langsamer. Der Akku umfasst 5200 mAh, hat meine 80 Quadratmeter Bude auch ohne Probleme gereinigt bekommen, deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, wie gut die maximale Laufzeit ist. Angegeben sind 250 Quadratmeter, was ich anhand von meinen 80 Quadratmetern und dem Rest des Akkustandes auch so unterschreiben kann. Preislich bekommt ihr den Void Me Eve Plus so für 400 Euro. Ich habe auch schon Angebote für 360 gesehen. Rabatt aber hin oder her, ich kann ihn euch definitiv ans Herz legen, denn im Gegensatz zur Konkurrenz von iRobot oder auch Roborock steht er diesen, abgesehen von der Schrubbfunktion, definitiv in nichts nach. Deswegen sehe ich auch da keinen Anlass für einen teureren zu kaufen, wenn ihr für dasselbe Geld einen mindestens genauso guten Saugroboter bekommt. Den Link habe ich euch in die Beschreibung gepackt, schaut da gerne mal rein, lasst ein Abo da, wenn ihr das nächste Video nicht mehr verpassen wollt und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr einen Saugroboter zu Hause habt und wenn ja, was für einen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ciao.